Hallo da draußen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LSPDFA. Ihr seht im Hintergrund, ich habe mich mal wieder entschieden, diesen wunderbaren Ford zu nehmen. Und die erste Folge mit dem Ford Ranger ist ja auch wirklich gut angekommen. Erinnert ja auch wirklich stark an Arma. Da gab es ja auch so ein ähnliches Fahrzeug. Und in der heutigen Folge werde ich den mit dieser geschlossenen Ladefläche fahren. Ich finde den eigentlich ganz sexy. Und ich bin hier in Blaine County, in der Nähe vom Grand Sonora Desert. Ihr seht, wir haben gleich Sonnenuntergang. Das bedeutet, wir werden eine in die Nacht rein, bisschen in Morgenfolge machen. Wurde oft gewünscht. Plus, ich fahre hier ein bisschen Offroad. Einfach nur, weil ich denke, das ist sehr, sehr nice. Und GTA hat eben Offroad auch sehr viel zu bieten und sieht sehr schick aus. Wir werden uns hier in diesem Gebiet bewegen. Hier haben wir eine wunderbare Aussicht auf das, was in dieser Folge auf uns zukommt. Wenn ihr Bock drauf habt, bleibt dran. Kurzes Intro und dann werden wir hier ein bisschen Polizeidienst schieben. Okay, erster Einsatz, Vicious Animal, das bedeutet ein Tier, das anscheinend Personen angreift. Kurz gucken, wie ich den Waypoint setzen kann, ist hier gleich um die Ecke, was ist hier? Gegner, wir haben zwei Tiere anscheinend da oben, seht ihr das, den grünen und den roten Punkt? Ich habe bei dem DLC-Pack die Sirene jetzt mal nicht ausgetauscht. Ihr wart ja von den neuen Sirenen nicht so ein großer Fan. Sirenen. Und ich habe hier die Reflexion der Lichter ein bisschen dezenter gemacht. Das seht ihr vielleicht. Ich finde, die sehen immer noch sehr, sehr schick aus. Mir gefällt das wirklich gut. Und es leuchtet halt ein bisschen dezenter einfach. Gefällt mir persönlich ganz gut. Ganz besonders jetzt, wo es dunkel wird. Das ist dann nicht so eine Mega-Action. So. Mal Licht anschalten. Gucken, wo die Viecher sind. Okay, hier irgendwo müssen sie rumlaufen. Ich glaube sogar... Ja, okay, ich sehe auf der Minimap den Blip. Ah, guck mal, da vorne ist eine Frau. Warum steht denn da Gegner? Was soll ich denn mit der Frau machen? Ich würde immer fast sagen... da unten haben wir es dann mit dem Tier zu tun. So, wir fahren hier mal ein Stück um die Ecke. Okay, da ist er schon. Unser, was ist ein Tiger? Was macht denn der? Ja, miau! Okay, was soll ich denn mit dem Viech jetzt hier machen? Oh, shit! Entschuldigung! Entschuldigung! So war das nicht geplant. Ich glaube, ich rufe einfach mal Verstärkung. Local Patrol. So, ja genau, sehr gut, überragend. Alter, wirklich? Ey, es war wieder so klar, ey. Natürlich, die NPCs rasen in das Tier rein und sagen, okay, oh shit, Entschuldigung. Ich hätte die Lampe immer nicht kaputt fahren sollen. Die rasen einfach in das Tier rein und sagen, Job done. So typisch. Seid ihr stolz auf euch, Jungs? Ja, seid ihr stolz auf euch? So. Nein, ich brauche nicht das Fernglas. Steuerung H war es auch nicht. Steuerung U. Ah, ja, Wett. Steuerung O. Geht das Wilderness Callout-Menü auf. So, dann habe ich jetzt mal einen Veterinär gerufen, um das Tier einzupacken. Da kommt er oder sie schon. Müsste, glaube ich, sogar eine Frau sein. Oder ist meistens eine Frau? Nee, ist keine Frau, ist ein Mann. Ja, jetzt kümmern wir uns noch um die Frau, die weggelaufen ist. Kann er mal mein Fernlicht wieder ausmachen? Jetzt hat der Tiger einfach ihn draufgeschnallt, ne? Seht ihr das? Toll, und ich habe jetzt diese Lampe komplett umgefahren. Jetzt muss ich mal schauen, ist die überhaupt noch da? Ne, die gibt's schon gar nicht mehr, die Frau. Okay, den Einsatz hätten wir erledigt. In Del Perro.
Del Per... Oh, nee, da möchte ich nicht hinfahren. Den Trafficker Lab mache ich nicht. Lass mir zu weit weg, Leute. Wir wollten hier bleiben. So, ich habe irgendwas neben mir. Steht hier? Okay, eine scheine Person mit einer Waffe zu sein. Der Callout war jetzt da nicht so spezifisch. A Citizen Reports. Okay, warte, wir lesen mal ganz kurz durch, was hier steht. Benachrichtigungen. The Citizen Reports that the suspect has a powerful weapon. Be careful. Okay. Scheine Person eben nur mit einer Waffe zu sein, die ja oben rumballert. Oh, Leimer, da ist auch noch runtergefallen. Ey, den Zaun habe ich ja mal gar nicht gesehen. So, und jetzt auch mal ein Verdeck hinweg. Das hat der Reifer wieder gut gemacht. Was mich gerade ein bisschen ärgert, ich kriege die Sirene hier nicht aus. Ich kann mit G... Ah, mit J. Cool. Ich schau mal, was das für grüne Punkte sind da vorne. Mit H machen wir Fernlicht wieder an. Ich denke, ein bisschen Offroad fahren wäre jetzt nicht schlecht. Hat er da vielleicht Tiere angeschossen oder was ist das? Ne, dieser grüne Punkt. Was wird denn da angezeigt auf der Karte? Auch wieder Gegner. Ich denke aber, der einzige Gegner, den wir haben, ist der Typ, der da vorne auf der Straße am Rummelern ist, der rote Punkt. Ich glaube sogar, dass diese grünen Punkte vielleicht auch Tiere waren. Vielleicht ist es ein Jäger. Wow. Okay, so viel zu Offroad. Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no. Oh shit, oh oh, okay, Rückwärtsgang. Oh scheiße, Jungs. Oh! Oh nein, oh, nicht wirklich, oder? Da ist eine Leitplanke, die habe ich gar nicht gesehen. Okay, wir sind rausgekommen, immerhin. Wir sind rausgekommen. Wenn ihr euch fragt, wie hat denn der Ralf die Sirene ausgemacht mit J? So, ich habe ein bisschen Schiss, dass der Typ sofort auf mich ballert, sobald wir den sehen. Deswegen mache ich mal kurz die Sirene aus. Jetzt wäre natürlich so ein Helikopter ganz geil, ne? Ich glaube, ich rufe mal wieder ein Backup hierher. Und zwar... das SWAT-Unit. Weil ich mir nicht ganz sicher bin, inwieweit ich hier mit dem Typen umgehen kann. Wenn der dann kommt. Ich sehe ihn halt auch nicht. Ich hoffe, dass das SWAT hier oben den Typen als Gegner ansieht. Das war unser SWAT. Ja, nicht schlecht, Mann. Das ist ja wie in Alarm für Cobra 11, wie die hier gerast sind, oder? So. Das ist ein Local Sheriff Squad, so wie es aussieht. Jetzt die Frage, peilen die, dass der Typ da oben ist? Ich werde da mal hochgehen. Nehmen wir mal die Pistole. Ich sehe gerade nichts. Und die Jungs da unten? Ne, die... Na, Mist, die ziehen sich zurück. Die muss ich wohl rufen, wenn ich in seiner Nähe bin. Und hier gibt es aber gar keine Deckung für mich. Das ist wirklich sehr gefährlich. Ich sehe halt auch gar nichts. Nur der Blip verrät ihn gerade. Der müsste hier direkt vor mir sein. Und jetzt ist er verschwunden, der Blip. Ist euer Ernst? Da ist er doch. Ist jetzt gestorben, sagt mal, Leute. Wie ist das denn passiert? Aber hier liegt auch kein Gewehr oder so, oder? Oder hat den jemand verfolgt und hier erschossen? Ich bin mal sehr gespannt auf den Bericht. Der Krankenwagen wird den versuchen wiederzubeleben und den Corona, der muss nochmal gucken, dass er ihn die Diagnose des Todesfalls mir stellt. Weil das irritiert mich jetzt schon. Ich bin mal nicht sicher, ob der Krankenwagen da hochkommt. Ah cool, der läuft... Oh shit, da kommt so ein Tier uns entgegen. Ist mein Auto noch da? Ja.
Finde ich aber gut, dass der Gangmann da hochgefahren ist. Scheint so, als hätte es geklappt. Ich weiß nicht, was der jetzt mit dem gemacht hat. Auf jeden Fall steht mir der... Oh nein, nicht umdrehen, nicht umdrehen. Ich will hier durch, lass mich durch. Sehr gut. Scheiße. Kann ich das Auto da stehen lassen, oder? Haut es dann ab. Okay, das Auto scheint wirklich stehen zu bleiben. Gute Handbremse. Der Medic ist gerade wieder abgehauen, dann ruf jetzt mal einen Corona. Weil der sagt mir auf jeden Fall, was Sache ist. So, dann warten wir auf den Corona. Während wir... Guck mal, der wird... Guck mal, der wurde angetouched. Seht ihr die Hand dahin auf seinem Arsch? Auch sehr unangenehm. So, jetzt die Frage, komme ich hier mein Auto noch rein? So wie ich das geparkt habe. War das da unter Corona gerade? Ich glaube schon, ne? Ja, da sind sie. Entschuldigung, Leute. Oh Gott, ey. Ich habe mich eigentlich gerade noch weggedreht. Aber den Husten konnte ich gerade nicht vermeiden. Unser heutiges Hashtag. Husten. Und in der Zwischenzeit haue ich mir kurz eine kleine Pille rein. So, wir fahren mal weiter. Der Corona hat es geschafft. Ja, ich habe immer noch eine Erkältung. Ich sage euch, das ist so super, super, super nervig. So, Lichter machen wir aus. A High Fall steht hier. Der wurde gekillt durch einen hohen Fall. Kann nicht sein Ernst sein, oder? Der Typ ist wirklich gestorben, weil er irgendwo runtergefallen ist. Seine Waffe konnte ich aber nicht konfiszieren. Okay. Holy shit. Eine Person, die auf Tiere schießt. Klingt wie ein Jäger. So, der Herr, schönen guten Tag. Brauche unbedingt mehr erst Ihre Hunting License. Where is your hunting license? Also wo ist denn deine... Ah, der hat keine License. Okay. Da haut er glatt ab. Den Veterinär habe ich gerade gerufen hier für das Schweinchen. Da kommt uns entgegen. Also da achte ich schon drauf, Leute, ja. Dass die Tiere im ordnungsgemäß abgeschleppt werden. Er schießt nicht auf mich, was angenehm ist. So, zwei Units sind dazugekommen. Fahren wir ein bisschen Offroad. Oh shit, geht's hier tief runter. Oh shit. Das habe ich nicht so gesehen. Oh fuck, Alter. Ich mache mein Auto voll kaputt. Ich dachte, ich kann jetzt cool hier rumcruisen, weil ich ja so eine Offroad-Karre habe. Aber dafür habe ich mein Auto jetzt mehr kaputt gemacht. War nicht wirklich eine Abkürzung. Und mein Reifen vorne ist auch schon kaputt. Das wird eine, oh, eine sehr spannende Verfolgungsjagd von mich. Hier sagen wir uns mal einen Helikopter dazu. Ja, schneller ist nicht drin gerade bei mir. Das Coole an dem Helikopter ist, dass der eben diesen Suchscheinwerfer hat, wie ihr jetzt sehen könnt. Jesus, diese Karne. Und ich repariere mal schnell mein Auto wieder. Vehicle fix und clean. Damit ich nicht eine Chance habe, hinterher zu fahren. Die Kollegen da drüben hat schon weggezwirbelt. Das heißt, ich... Oh! Ich wollte gerade noch weitere Unterstützung fordern, aber scheint so als... Haben wir den jetzt oder haben wir den nicht? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich habe mal ein bisschen mehr gerufen, Leute. Das wollte... Oh, shit, der Helikopter.
Ihr wollt ja immer, dass ich ein bisschen eskaliere mit den Unterstützungseinheiten. Ihr seht, jetzt haben wir hier, oh, 8 Stück. Ach komm, da gehen nochmal welche. Ups. Eigentlich, das kann nicht wahr sein, oder? So viele Einheiten und wir kriegen den nicht. Ich habe Full Auto Aggressive gemacht, dann ist da vorne nämlich ein bisschen Action. Der Polizeikonvoi, Leute. Sicher, dass es fully auto-aggressive ist? Die sehen mir ein bisschen aus wie so lampfromme Polizisten hier gerade. Ah, okay, doch nicht. Auf jeden Fall können sie selber in sich gegenseitig reinfahren. Ich meine, slightly aggressive. Ich glaube, wir haben ihn gestoppt. Sieht ganz cool aus, oder? Kommt der da jetzt raus, oder? Ich verstehe gerade nicht, warum es hier so lange dauert. Aha, der Helikopter. Warum landet der denn hier, Alter? Oder ist der beschädigt? Was machen die Cops denn jetzt? Holen die den jetzt ab? Die haben, ach so, die haben jetzt einfach aufgehört, hier zu arbeiten. Okay. Leider komme ich auch nicht ganz klar drauf, was hier passiert ist gerade mit diesem Transporter. Der Typ sitzt auf jeden Fall auf der Straße. Ja, das ist gut so. Und sein Fahrzeug lassen wir mal abschleppen. Und den Typen, wo ist er denn jetzt? Ist er jetzt hier im Busch gefangen? Wo ist denn der? War da. Ach Gott, der wird schon abgeholt, sonst hätte ich den jetzt selber mal in den Knast gefahren. Okay, der wurde schon abgeholt. Brauche ich nichts machen. Sehr gut. Ist auch ganz schön neblig geworden hier, ne? Gerade. Seht ihr das? Ich würde sagen, wir gehen mal ein bisschen in der Zeit vor. Dass wir ein bisschen schönes Wetter haben. So, eine Stunde nach vorne. Und, jo, ich drehe wieder um. Und schau mal, dass ich noch ein bisschen Dienst fahre hier in den Bergen sozusagen. Wobei, hier bin ich langfahre, ist falsch. Ich muss da unten langfahren. Okay, den Call haben wir hinbekommen. Das ist immer sehr gut. Hier vorne haben wir auch wieder was. Citizen Reports, a suspect with a powerful weapon. Ah, okay. Jetzt haben wir nochmal eine Person mit einer Waffe. Direkt hier vor uns sogar, anscheinend in dem Fahrzeug oder läuft der hier rum? Ne, der müsste hier oben rumlaufen. Okay, ich drehe wieder um. So. Das scheint nämlich so, als würde die Straße da hochlaufen. Und da komme ich, glaube ich, besser entlang, wenn ich hier den selbst die Straße mitnehme. Sonnenaufkommen über Los Santos. Man kann es richtig riechen, diese gute Luft hier oben. Kann natürlich auch daran liegen, dass ich gerade einen Fahren ablassen, aber das wisst ihr ja nicht. So. Hinter mir erstmal ein Unfall, so muss es sein. So, die Person müsste hier am... Oh, da ist er auch. Gucken wir mal, ob ich hier jetzt Unterstützung rufen kann. Warte, wo ist der denn hin? Was, wo ist denn der? Alter, wo ist der denn auf einmal hin? Guck mal, wo der steht hier. Wie hat er das denn geschafft? What the fuck, man? Ist der Magic oder was? Magic Mike? Dann fahren wir hier mal hoch. Das sieht immer geil aus hier. Und, oh Gott! Power, Leute, Power!
Power, Karre, komm, komm, komm. Gib Gas, gib Gas, gib Gas. Schaffst du. Die paar Meter noch, die paar Meter noch. Wow, das war knapp. Aber wie ist denn der Typ hier hochgekommen, sag mal? Sehr suspekt. Auf jeden Fall ist das hier Offroad. Das ist... Oh, Vorsicht. So Offroad, wie ich mir das vorgestellt habe. Hallo, wilde Tiere. Ich frage mich gerade aber immer noch, wie der Typ auf einmal hier hochgekommen ist. Da unten steht er. Ich rufe nochmal das SWAT-Team. Aufpassen. Ein bisschen dahinter das Auto stellen. So, mal gucken, was der Typ da unten so macht. Er steht rum mit einer Waffe. Ist aber echt ein verdammt krasses Gerät hier, was der trägt, ne? Und der SMG. Ja, da würde ich jetzt gerne schon SWAT hinschicken. Die Frage ist nur, woher nehmen, ne? Na, guck mal, da sind sie. Ich fahre jetzt mal vorbei an den Typen und schicke dann genau einen Befehl raus, wenn ich neben ihm stehe. No shit, okay, alles gleich, fahr drüber. So viel dazu. Oh oh, ich drifte und er auch. Leute, hab ich ihn erwischt? Raussteigen. Sie da, leben Sie noch? Runter auf den Boden. Runter auf den Boden, weg mit der Waffe. Jetzt hat er sich noch in die Eier geschossen. Und da rutscht die Waffe vorbei. Ja, tut mir leid. Den Typen kann ich wirklich nur noch vom Corona abholen lassen. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht, diese Folge in den Bergen mit dem Ford Ranger. Ich persönlich fand den sehr, sehr schick. Und ja, wünsche euch noch weiterhin viel Spaß auf meinem Kanal. Danke für den Support. Und ja, denkt bitte dran. Diese Woche war Brickricks Woche. Nächste Woche werde ich Emergency 4 spielen. Den Bieberfelde Mod. Wer Bock hat, schaut da auch mal rein. Samstag und Sonntag kommt übrigens nochmal eine Folge Brickricks. Da habe ich euch aufgenommen. Die fand ich ganz cool. Deswegen, ich bedanke mich bei euch. Ich bin draußen. Macht's gut. Auf Wiedersehen.